Du suchst eine Hose, die zu deinem Leben passt. Dein Leben ist anspruchsvoll, vielseitig und einmalig. Die Hosen von Raffaello Rossi sind so individuell wie du. Und wenn du sie einmal anhast, willst du sie nie wieder ausziehen. Hast du Lust zu sehen, wie eine echte Raffaello Rossi Hose entsteht? Dann komm mit! Hier sind wir in unserem Headquarter, wo wir schon viele unserer Lieblingsmodelle kreiert haben. Das geht natürlich nur im Team, unserem wundervollen Team, das ich euch jetzt einmal vorstellen möchte. Alles beginnt an einem magischen Ort, der Designabteilung. Oh, hier dürfen wir nicht zu laut sein, denn gute Ideen brauchen eben Ruhe. Sind die Designs fertig, so können wir hier bei uns im Atelier eine Hose komplett nähen lassen. So wissen wir auch, wie sich verschiedene Frauen in dem neuen Modell fühlen. In unserem Headquarter befinden sich auch alle anderen Abteilungen, die bei der Entstehung einer Raffaello Rossi Hose beteiligt sind. Dazu gehört auch unser Kundenservice. Hier sind wir immer für euch erreichbar. Telefonisch oder per Mail. Übrigens, Raffaello Rossi ist ein familiengeführtes Unternehmen in der zweiten Generation. Bereit? Wir und unser Team, wir arbeiten nicht nur hier, sondern wir leben und lieben unseren Beruf. Raffaello Rossi Hosen gibt es in vielen Variationen. Sehr vielen. Drei Sachen haben sie alle gemeinsam. Sie haben eine optimale Passform, eine hohe Lebensdauer und sie werden in Europa unter fairen Bedingungen produziert. Aber das Beste für mich ist, sie passt mir perfekt und sie ist einfach überall passend. Ich kann sie zu Hause tragen, im Office oder direkt bei der Afterwork-Party. Ich fühle mich in ihr selbstbewusst und vor allem wohl. Like. Ah ja, und das ist unser Lager. Wir lagern bis zu 200.000 Hosen. Insgesamt verschicken wir über 500.000 Hosen in alle Länder dieser Welt. Und das jährlich. Das war ein kleiner Blick hinter die Kulissen von Raffaello Rossi. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn ihr das nächste Mal nach einer Lieblingshose sucht, dann haltet Ausschau nach diesem Zeichen.